Freunde, willkommen zurück zu Okami. Ey, endlich geht's mal hier wieder weiter. Ist aber auch wieder ein Projekt, ja. Ich fühle mich irgendwie so zurückversetzt in die Zeit, als ich gerade Twilight Princess aufgenommen habe. Oh Mann, ey. Okay, das Projekt hat ein ganzes Jahr in Anspruch genommen. Aber das soll Okami nicht passieren, auf keinen Fall. Ey, cool. Hier, rein und einfach einen Partner starten, hier erstmal ein Geheimnis finden. Okay. Also Leute, ja, ihr habt ja schon gesagt, dass ich mich wieder mal doof anstelle mit dem ollen X da. Ich mach's wohl wieder zu langsam und sowas alles. Ich probier's gleich nochmal. Und ihr habt mir gleich mal erzählt, dass ich diese Feuertafel, ja, dass sie für mich ist. Die gehört mir ganz allein. Und deswegen glaube ich mal, ist sie ein Ausrüstungsgegenstand, oder? Ja, tatsächlich. Antike Steintafel, die vor schädlichen Flammen schützt. Schädliche Flammen. Sind nicht alle Flammen schädlich? Ja, okay. Ist okay. So, noch ein Kleeblatt. Wie viele Kleeblätter das hier einfach gibt. So, sonst ist hier aber nichts. Boah, wie schick das aussieht, ey, vor der geile asiatische Palast. So, aber, was soll ich jetzt mit dem Scheiß machen? Wo soll ich hin? Ich weiß ja gar nicht, wo ich hin muss. Was sagt die Karte? Ist da vielleicht irgendwie ein Punkt oder so markiert? Ich könnte ja auch mal versuchen, die Olle, wo ist denn jetzt die, eigentlich diese olle Priesterin, die sich die ganze Zeit irgendwie mal feige versteckt und so? War die in der Stadt? Oder war die... Halt! Die Küste! Moment mal, Küste. War in der Küste irgendwie so ein Haus, was leer war? Vielleicht ist da jetzt jemand drin. Oder der... Ach, ich guck einfach mal. So, ich muss jetzt schnell malen, ja? Also... War das nicht schnell genug? Nee. Auch nicht schnell genug. Verdammt nochmal! Okay. Yeah, der Tipp war auch, ein Plus zu malen. Das hat jetzt geklappt. Danke, Leute. Ist das dumm, ey. So, wir gehen mal... Genau, zur Yoshima-Küste. Ey. Ja, danke Leute für eure Tipps. Ja, also ich mal jetzt ein X. Ja, mit einem Kreuz ist ganz offensichtlich viel einfacher. Und die sagen auch, man soll ein X reinmalen. So. Schön. Wo sind wir jetzt hier? Wo geht's hier lang? Zur Stadt. Nee, da waren wir ja. Zum. Genau, zum Ankuko-Tempel. Da war die Alte doch. Nicht wahr? Muss, da kommt ja keiner rein irgendwie. Oder ich guck mal nach. Der alte Sack wird uns nicht aufhalten. So, du hältst uns nicht auf. Njaung. Sie wird gleich viel schöner. So, hier war doch auch keiner. Hier waren doch die Katzen, haben wir doch hier gefüttert, nicht wahr? Ja, was ist denn hier? Was ist denn das hier für ein Ayuko-Tempel? Ich habe sonst echt keine Ahnung, wo ich hin muss. Das ist doof. Ach so, das war das. Hier ist auch keiner. Wo sind die denn alle hier, Mann? Zack, kaputt gemacht. Nee. Hier pennt doch gerade keiner im Bett, oder? Nee. Ja, ja. Ah, ist eine Statue, Mann. Ja, ja, voll krass. Wo kann ich denn jetzt noch hin? Ich habe eine Steintafel erhalten, ist ja ganz cool, aber anscheinend bringt mir die gar nichts. Ich guck einfach mal weiter. Dum, di, dum, di, dum. Karte? Ist hier noch irgendwo? Karte sagt eigentlich nichts von noch einem Tempel. Beim Schiff waren wir ja schon. Wir waren eigentlich schon überall. Hier, die Glocke haben wir geläutet, die hier ist. Schwamm! Sind alle Gegner. Ich will mal noch mal meine neue Kette ausprobieren. Ja, ja, los, komm her, jetzt her hier, du Sack hier, du bist down. Wow, wow. Oh, voll eingefroren. Was soll das? Wow, ausweichen. Ich bin ausgewichen, oder nicht? Bin ich ausgewichen? Nee. Huh. Mann, okay, pass auf. Wind. So, was. Okay, hat den lang gepackt und... Nein, komm her. Oh, Alter, das ist ja krass. Okay. Also meine Kette ist definitiv stark. Oh, ja, toll, geil gesehen. Okay, den habe ich zerschlitzen können. Gut. Yeah, ein Siegesstroller abgelassen. So, das war's. Und nochmal schön hinschniedeln. So. Aber wo soll ich denn jetzt hin, Mann? So, was war eigentlich nochmal? Ich guck mal nochmal hier. Was war denn hier nochmal? Das weiß ich jetzt nämlich nicht mehr. Wo geht's denn hier lang? Achso, da war halt das Schild von eben, ne? Ja. Genau. Wartet. Vielleicht ist das ja der falsche Tempel gewesen. Vielleicht soll ich ja den Weg einfach mal hier lang weiter folgen. Ich guck mal, hier waren ja auch diese komischen... Da ist eine Truhe, wie komme ich da hin? Dieser scheiß Katze schon wieder, kann bestimmt irgendwie mit der Katzenfähigkeit Wände hochklettern. Meine Vermutungen werden immer enger. So, war es denn hier zum Beispiel nochmal gewesen? Hier geht's einfach irgendwo hin. Ach nee, da kam ich... Nee, kam ich da zu der alten Oma raus? Mit dem... Ja, genau. Mit der alten Oma und ihren neuen Prophezeiungen, alles klar. Nee, danke. Geh ich nochmal den anderen Weg. Ach ne, beim anderen Weg kam ich doch bloß zu diesem Baum, ne, der das ganze Gebiet hier wieder befreit hat. Och, meine Güte, wo ist denn jetzt die olle Prinzessin?
Oder war die doch in der Stadt Saiyan? Und ich muss ja bloß mal noch weiter hinter gehen, aber da sind doch die Wachen, die haben mich nicht vorbeigelassen. Das war alles gar nicht so einfach. Nee, doch, hier war das mit dem Baum. Hier ist Quatsch, was ich mache hier. Ah, hier kann ich jetzt Mega Grabben. Halt, erstmal Mega Grabben. Grabben! I, was ist das denn? Was ist das? Hui, einfach mal runtergesprungen. Jetzt kommt's. Jetzt tat natürlich hier die Fähigkeiten weg, alles weg. Nicht Wasser graben, oder? Hallo, was zum... Was zum... Alter, einfach so! Was ist jetzt los? Ich wollte dich nicht stören. Tut mir leid. Habe ich dich gestört? Ja. Oh mein Gott. Alter, es gibt mehrere von den Dingern. Das ist ja eklig. So, einen haben wir dran. Zwei haben wir dran. Ich glaube, ich bin aber auch inzwischen jetzt auch echt stärker dafür. Ach du Scheiße. Drei haben wir dran. Okay, sie ist offen. Sie ist offen. Was ist das denn? Die hat ein Boot da drinne. Ist klar. Schon viel kaputt. Boah, das dauert aber lange. Oh, halt, runter, runter. Nein! Nein! Boah! Sieht dann wie doch eklig aus. Die hat Schuhe an. Nicht mehr. Die hat jetzt Füße und keine ollen Hände. Ist okay. So, zack. Alter, haben die auch die Bosse hier so ein bisschen recycelt, ja? Halt. Schön ranmalen. Ey, du sollst da ranmalen. Zack. Und zack. Hallo, das Spiel verarscht mich. Nein. Na komm, wo ist denn jetzt hier so ein... Das staubt nicht. Du musst ja stauben, auch bei dem Hinterteil der Spinne. Mann, komm her. Komm jetzt. Nein, nein, nein. Hier. Staub und Staub. So. Oh, scheiße. Zu lange gebraucht. Okay, okay. Halt. Kein Problem. Kein Problem. Zack. Nochmal ran. Oh, und... Na, wo ist der Staub? Ach, halt. Ist er schon dran. So, zack. Nochmal. Und dann natürlich. Nicht nochmal. Jetzt erstmal alles in Zeitlupe gemacht, ist klar. Mann, warum geht denn das nicht da ran? Hier, guck mal, das, hier ist halt eigentlich ein freier Haken. Hier, so. Dahin geht doch. So, und auf die Scheiße hier. So, komm her. Oh, das dauert aber. Das dauert hier alles so lange, ey. Ich mach mal eine Bombe rein. Die ist erstmal komplett falsch gemalt. Mann, oh, ey, ich darf nicht immer fressen. Wie viel das effektiver, mich fressen zu lassen, ganz ehrlich. Oh, bei deinem Sieg mehr ab. So. Okay, was bringt denn das jetzt hier? Mich nochmal so ein... Was war das denn? Was bringt es mich hier nochmal so einen ollen Tyrann hier zu besiegen? Da bin ich ja mal gespannt. So, festgebunden. So, der hängt an uns. Halt, nein. Wie der wackelt. Wie der Spinnenleib einfach mal wackelt. So, komm her, zack. Komm schon. Komm schon, geht irgendwo ran! Nein! Ich schaffe das jetzt noch. Zack. Natürlich nicht. Meine Fresse! Eklige Spinne, Mann! Zack. Ich kann ja nicht mehrere Mal, muss ich immer. Zack. Zack. So. Und dann nochmal. Hier. Und daran. So. Cool. Wieder aufgemacht hier, die olle Scheiße. So, ich bin natürlich gerade nackt. So, komm her. Oh, okay, jetzt geh ich mal raus. Raus. Mann, ich bin da raus! Och. Okay. Ui. Eklige Spinne. Ich hoffe, ich krieg von dir was richtig Tolles. Ey, jetzt hab ich aber Angst vor so einem Löchern. Ich grab, glaube ich, nie wieder in so einem Loch. Da habe ich echt keine Lust drauf, Alter. Das ist ja, da kommt erstmal bestimmt nochmal alle Bosse. Ah, letztes Ding auch die Blüte da im Weg. Wow, ganz ruhig. Ganz ruhig, kleine Spinne. Okay, klein ist was anderes. So, zack. Oh, da war doch gerade was. Hä, was? Guck mal hier. Ui. Verstehe ich nicht. Okay, dann hab ich eingesaugt. Komm, hier war doch gerade was. So. Ja, das hat geklappt? Nö, nee, natürlich nicht. Doch, hat geklappt. Okay, also jetzt muss noch hier. Was zur Hölle? Was war denn das gerade? Warum? Ist mein Topf umgekippt oder was? Hä? Kann ich den Topf umkippen? Kipp den Topf um. Nee, jetzt ist wieder alles normal. Ich verstehe das nicht. Was ist denn das? Ey, manchmal einfach jetzt komisch, irgendwelche Aktionen hier, die ja nicht stattfinden sollen. So. Und aufgerobt. So, jetzt stirb doch mal endlich hier, du Sack. Muss ich echt alle von den Dingern töten? Und du bist die Letzte. Schnell! Ich hab's nicht geschafft. Ich fasse doch einfach nicht. Autsch.
Ach ja. Tja, Freunde, so geht dann mal wieder eine schöne Aufnahmesession los hier mit dem ollen Spinnenmonster. Bestimmt der Papa oder der Onkel. Oder ist das der Spinnenkönig? Ich habe da gar keinen Namen gelesen. Ich war zu geschockt von dem Antlitz dieses Monsters hier. Also weiß ich gar nicht, ob... Ja. So. Dann, ob irgendeine Verwandtschaft besteht. Kriegt der ein Schiff oder was? So, der ist tot. Jetzt wird das Schiff haben. Okay, nein, das Schiff gehörte eindeutig zu ihm. Okay, alles klar. Und was passiert jetzt? Issun, kannst du vielleicht mal irgendwas sagen? Oh, ganz schlecht. Aber trotzdem 7000 Yen erhalten. Aber kein Bonus. Eieiei. Okay, eine Truhe. Eine Waffe? Vielleicht? Vielleicht eine Waffe? Boom. Oh, ein Herzteil! Quasi. Und ich habe eine neue Solarenergie. Swoop. Geil. Okay, das hat sich ja dann doch gelohnt. So ein bisschen so. Nicht wahr? Sind das jetzt zermatschte Käfer auf dem Boden? Nee. Irgendwas Ekliges, irgendwas ganz Merkwürdiges. Okay, das war ein Boss-Herzteil-Mega-Fight. Schön! Das ist schön, jetzt habe ich wieder neue Energie dazu gewonnen. Ist doch wenigstens was passiert. Also, Spinnen sind also verwandt hier untereinander, ist ja richtig eklig. Aber okay, da war nur der Baum, da will ich nicht nochmal hin. Ich gehe jetzt nochmal, da muss ich jetzt nochmal zurück. Zurück zur Stadt Saiyan. Da renne ich am besten einfach mal hin, damit ihr nochmal schön hier die ganze Landschaft sehen könnt. Und dann muss hier irgendwo die Priesterin, die war doch in der Stadt, oder? Hat sie doch gesagt. Ja, in der Stadt, da ist sie und die kommt aus ihrem Bunker nicht raus. Und deswegen finden die Dorfleute irgendwie voll kacke, dass die eigene Priesterin nicht macht. Und aber naja, ich hab dicke Bubis, wisst ihr ja. Also nicht ich, also die Bubi-Frau und... egal. Da. Wie ich wohl mit Bubis aussehen würde. Mann. Was wäre aus mir für ein Mensch geworden, wenn ich eine Frau wäre? Wäre ich als weibliche Let's Playerin auch so erfolgreich wie jetzt? Ich kann es gar nicht. Ich will es mir gleich ausmalen. Obwohl es interessant ist. Egal. So, wir sind beim Schloss angekommen hier, an der Stadt Saiyan. Müssen wir den ganzen Weg da durchruppen, durchrennen. Und da, irgendwo hier muss ja der Tempel sein. Wenn der nirgendwo anders ist. Der Tempel, wo die ist, da will ich jetzt zu ihr hin. Richtig, richtig krass. Aber war nicht der letzte Tempel? War das nicht da, wo der olle König da gepennt hat? Das ist doch alle doof. Ja, erstmal hier will ich ja hier in dem ollen Scheißsee. Ich muss jetzt aber zum Adelsviertel. Ich kann den ollen Dieb nicht weiter verfolgen, weil mir dafür noch irgendwie was mit Blitzen fehlt. Ist wahrscheinlich. Es macht den Anschein jedenfalls. Tja, dann suchen wir hier einfach mal die Alte. Wo ist die denn? Immer nicht Adelsviertel, das ist erst da ganz hinten. Dum, dum, da, dum, da. Ja. Ach Leute. Sorry, dass ich jetzt hier wieder so rumrenne, ohne wirklich zu wissen, wo ich hin muss, wo ich hin soll. Wir drehen uns hier einfach wieder vor. Warum steht ihr hier? Ihr könnt einfach reingehen. Seid ihr blöd? Haben sie wohl Angst vor der Bubi-Frau. So, die steht hier irgendwo rum und macht nichts. Ich gehe weiter. Ich gehe einfach weiter. So. Sind wir ja... Ups, falsche Taste, sorry. Karte, aber hier sind wir ja hier. Genau, ich renne einfach weiter geradeaus. Ich frag mal den Kaiser, obwohl, nee, der ist ja jetzt... Du bist ganz schön hartnäckig, nicht wahr, Clever? Ach so, aus welchem Grund auch immer, der Fluch scheint gebrochen zu sein. Aber es gibt immer noch eine finstere Präsenz an der Ryoshima-Küste. Aber wir werden nicht erlauben, dass die Königin Himiko auch nur ein Haar krümmt. Nein, wir Wachen werden nichts Böses an sie heranlassen. Mann, Himikos Leute hören sich alle an wie Papageien. Vielleicht können sie sich dem Übel dieser Monster entgegenstellen, aber ich wette, gegen die Pinseltechniken der Götter haben sie keine Chance. Okay, ach, hier war das. Wo war ich denn? Wo bin ich denn reingelangt und hab den Priester? Ach, das war da! Ach, ich hab verwechselt. Okay. Die Pinseltechniken der Göttin. Jetzt darf ich den wieder in reinhauen, oder was? So, du bist gerade dran, Digga! Ja, okay, wie, lass mich jetzt nicht rein? Warum denn nicht? Aber ich wette wegen... Ja. Wie mache ich denn das jetzt? Soll ich die wegwehen? Ich will die einfach weg. Nee. Du bist ganz schön hartnäckig, wa? Waren die jetzt weg? Moment. Was ist jetzt passiert? Bin ich zu früh gelaufen? Nochmal hier, richtig schön fett. Windsturm hier. Nein. Remote, nein. Remote, bleibt zentral. Mann, jetzt hat er sich bewegt. Oh man, diese scheiß Wii-Steuerung. Ey, ich will hier einfach bloß den Knopf drücken auf immer. Von nach vorne saust. So. Und Wind nochmal. Da gucken wir das nochmal an. Nee, hä? Warum sah das gerade so komisch aus?
Zeitlupe oder was? Soll ich eine Zeitlupe da durchrennen? Ist ja die neueste Technik, die ich habe. Geht's hier irgendwo von der Seite aus rein? Irgendwo, irgendwas? Nö, alles dicht. Wie soll ich hier reinkommen? Ist schon meint, die Pinseltechniken der Götter. Hm, ich glaube auch. Hier war ja auch nichts weiter, hier ist bloß so ein oder dunkler Hinterhof. Und hier ist eine kleine Blume. Hier komme ich nicht rüber. Die Zäune sind zu hoch. So, vielleicht in der Nacht. Vielleicht pennen die jetzt. Oder muss ich echt in Zeitlupe? Nee, aber dann quatschen die bestimmt bloß in Zeitlupe. Du bist aber hartnäckig. Ich mach den Zaun kaputt. Nee, habe ich irgendwas zum Feuer oder was? Was soll ich denn machen? Vor allem hat doch Isun doch gesagt, ich darf die nicht angreifen. Du hast deine göttliche Macht nicht ausnutzen. Jetzt doch, oder was? Isun weiß auch nicht, was er will. Was ist das denn da oben? Wie komme ich hier rein? Soll ich hier reinkommen in die Zeitlupe jetzt? Ah! Geil, tatsächlich mit der Zeitlupentechnik. Alles klar. Gut, dann sind wir jetzt hier drinne. In der Nacht. Schön. Schön, schön, schön. Zeitlupe hat geklappt. Ist aber schon wieder alles voll zum Graben, oder? In diesen ganzen ollen Sanddingern. Ich guck mal gleich, bevor ich die Treppe da hochgehe. Erstmal hier mich umgucken. Hallo, hier ist... Ja. Wo bin ich denn? Was ist denn das jetzt? Oh, voll versteckt. Erstmal so eine Kiste. Bams. Eine Perle. Eine verstreute. Yeah, yeah. Okay, Leute, das Spiel geht weiter. Freut euch, ich tue es auf jeden Fall. Diese Spinne, ey, also ganz ehrlich. Was war mit der los? Na, jetzt haben wir sie getötet. Sie hat gedacht, sie kann da ewig bleiben und Menschen foltern und sie ausschlürfen, aber da hat sie die Rechnung ohne uns gemacht. So, noch schnell die andere Seite gucken. Da könnte ja auch noch was sein. Und da wird auch was sein. Bin mir schon fast sicher, zu 100%. Ja, es wird wärmer, ja. Ja, oh, ein Glückskleeblatt. Wächst genau an dieser Stelle. Und... Hoffentlich ist das ein Glücksblatt, was viel Erfahrungspunkte bringt. 10. 10. Mann, ich brauche... Wie viel brauche ich nochmal für Tinte? 280, ne? Will ich auf jeden Fall wieder Tinte machen. Auf jeden Fall. Energie habe ich ja genug. Obwohl ich ja echt wissen würde, wie lange ich Energie aufleveln kann. Ehe... Ja, von, ehe es heißt von wegen... Nee, den Rest musst du mit diesen Fragmenten einsammeln. Eine Schafstatue. Mhm. Witzig. Sonst ist hier nichts weiter. Voll die Typen. Check, er steht jetzt richtig rum. Nee, gut. Okay, okay, okay. Also, gehen wir mal hier hoch. Jetzt will ich mal wissen, was ist los mit der Frau? Warum hilft die ihren Leuten nicht? Warum versteckt die sich so? Ist sie vielleicht ein böses Monster? Ist sie der Wasserdrache? Ja. Oh, praktisch zum Tage. Ist die fette Dame auch schon aufgestanden? Hat sie schon ihre Morgenküche gemacht? Ihre Morgendusche. Jetzt hier rein. Hier geht's wirklich rein. Wo muss ich jetzt hin? Ja, das ist ja die Frage. Aber wir gucken einfach mal. Wir looken einfach mal. Es wird sich ja schon zeigen. Oh. Ah. Oh, was ist das denn für eine Riesentruhe? Hier, diese olle Durama oder wie das Ding heißt. Okay, einfach nur ein Schatz in einer sehr pompösen Truhe. Dann schlage ich mal kurz den Tempelgong. Dem stimme ich den Tempelgong, Alter. Okay, ansonsten ist einfach bloß alles hübsch. Ich mach mal kurz einen Schnitt hier lang. Kommt hier irgendwas rausgefallen? Hier sind überall Beutel. Nix. Was ist hier? Okay, ich habe die Laute kaputt gemacht. Ansehen. Ein Koto und ein Chamisen. Was für ein elegantes Zimmer. Aber es sieht aus, als würde es nur als Lager genutzt. Okay. Halt, gleich hoch. Nö. Okay, Lager, schnell den Schatz geklaut. Schnell auf die andere Seite noch. Und dann geht's ins Zentrum. Zu der Himikoya-Prinzessin. Oder geht's ja auch noch lang? Geht's ja überall lang. Was ist hier eigentlich für ein Platz? Hier wird gebetet oder was? Oh, hier ist Wasser. Hui, ich platsche im heiligen Wasser. Boah, voll das fette Meer. Geht's auch noch irgendwo lang? Kein Plan, was ich da machen soll. Ich gucke erstmal nochmal nach links. Dann versuche ich vielleicht mal das Wasser irgendwo hinzulenken. Ja, ist ja auch noch offensichtlich vielleicht. Yeah, heiliger Knochen. 10 Einheiten Solarenergie. Gib das zurück. Warum geben Knochen Solarenergie zurück? Ich dachte eigentlich eher so eine... Ja, vielleicht so eine Solarzellen, die man so findet. So ganz moderne Dinger. Oh, hier ist nämlich nur eine kleine Truhe. Ah, sieht auch aus wie ein Lagerhaus. Dekoratives Zubehör. Deswegen steht... Oh. Na, machen wir ein bisschen schneller hier. Zack. Yeah. Erhaltene Perle. Gib wieder fett Geld. Und nördliches Lied. Schriftrolle enthält nützliche Informationen. Ah, diese Schriftrollen. Da habe ich, glaube ich, bisher auch wirklich alle schon.
alle Schriftrollen. Leute, warte mal, Leute, der Part ist vorbei. Das ist also ziemlich, ich zeige euch nochmal, was ich alles habe bisher. Ist ja vielleicht auch ganz interessant. Den nächsten Part, dann geht's weiter. Ist richtig krass. Hier, da waren die Reiseführer-Dinger, ne? Muss ich eigentlich alles haben. Ich habe von 1, ja, alle durchnummeriert, richtig schön durchnummeriert. Hier fehlt einer. Verdammt. Nördliches Land. Einer fehlt. Der 17. fehlt. Scheiße. Hoffentlich kriegt ihr noch Bestrarium. Was war denn das für eine Monsterspinne? Also erstmal diese komische... Der Untergangsspiegel, ist klar. Hier tatsächlich. Eine Banditenspinne. Man sagt, das, was wir nicht besitzen, ist von geringem Wert. Dieses schwer zu findende Biest täuscht Menschen und beraubt sie ihres Besitzes, um sich dann vorzustehlen und unterirdisch zu verstecken. Wenn du einer begegnest, dann benutze deinen wertvollen Schatz als Köder. Deinen wertvollsten Schatz. Vor allem Menschen täuschen, so ein Riesenvieh. Ja, hallo, ich bin ganz lieb. Ich wollte mal fragen, ob ich mir das Schwert ausleihen darf. Ich will es euch ja nicht klauen. Ja, wenn so ein Vieh vor mir steht und mich da was fragt, dann glaube ich auch sofort. Perlen. Okay, wir haben anscheinend schon hier... Oh ja, Stadt, ein versunkenes Schiff haben wir ja alle. Und hier der erste vom kaiserlichen Palast. Ach du Scheiße. Leute, es wird noch viel passieren. Ich ruhe mich hier im Lagerhaus aus, schlag nochmal den Tempelgong und sage vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Part von Okami.